Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis aus ihrem sündigen Blut zu rufen, sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labte sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.